einigen Wochen habe ich die komplette Menschheit mit einem Killer-Virus ausgelöscht. Doch am heutigen Tag gelobe ich Besserung. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Plague Inc. Wir gehen wieder rein in den Heilungsmodus. Das letzte Mal haben wir eine Bakterie abgewehrt. Doch dieses Mal geht es ran an den Virus. Neuer Berater entdeckt. Mobile Medizintechniker. Ja, okay. Keine Ahnung, was das genau bringt. Erhöht Reisegeschwindigkeit von Einsatzteams. Ja, mache ich mal mit rein, weil ansonsten habe ich nichts. Fortfahren? Normal. So. Virus? Ja, ist der Killer-Virus. Let's go. Kannst du die Welt retten? Eine neue Seuche breitet sich unbemerkt aus. Du musst sie aufhalten. Ja, mache ich. Übernimm die Kontrolle, organisiere die weltweiten Gegenmaßnahmen und schütze die Menschheit vor der tödlichen Pandemie. Ja, gründe deine Einsatzzentrale. Ich würde wieder in Deutschland starten. Das hat das letzte Mal eigentlich gut funktioniert. Warum starten wir mit Autorität 77? Weil ich glaube, wenn das auf Null fällt, haben wir verloren. Gut, oder wenn die komplette Menschheit drauf geht. So, ich würde eigentlich ganz gerne direkt wieder diese Ausbrüche untersuchen. Okay, man kann nichts anderes machen. ja, Ausbrüche untersuchen. Mobiles Einsatzteam. Ah ja, jetzt haben wir aber auch... Ah ne, da haben wir die anderen Sachen noch nicht freigeschaltet. Interessant. Ja, ich mache mal Regierungspartnerschaften. So, jetzt warten wir mal ab, wo es ausbricht. Haltet die Augen offen, Leute. Oh, warte, unsere Flieger gehen los. Nee, die verteilen sich jetzt erstmal. Okay, wir haben jetzt aber schon neue Ressourcen. Deswegen mache ich auch mal das Einsatzteam, dass wir direkt eins aufstellen können. Die haben auch direkt ein bisschen Notversorgung. Aber aktuell... Oh, warte mal. Ist jetzt schon was? Ich sehe jetzt noch nichts auf der Karte. Oder bin ich gerade blind? Die fliegen jetzt hier gerade über die Karte. Landen hier hinten in China. Sollten wir mal so ein mobiles Einsatzteam... Ich schicke mal eins nach Russland. Bietet es uns dann irgendwelche Informationen? Nee. Dann gehen wir noch mal rein. Ausbruchsüberwachungseinheit. Setze eine dezidierte Einheit ein, die schneller Überwachungsstationen einrichten kann. Ja, ja, mache ich. Okay, aber aktuell ist hier nur ein... Ah, warte mal, jetzt checke ich das erst. Die ganzen Länder, die hier schon grün sind und nicht ausgegraut sind. Weißt du, da haben wir schon Leute hingeschickt. Ja, ja, das... Ah, jetzt... Ah. Ich brauche immer ein bisschen länger, um Sachen zu verstehen. Ja gut, dann würde ich da mal sagen, dass wir das mobile Einsatzteam... Hier mal eins so ein bisschen nach Afrika schicken, dass sie da vielleicht mal ein bisschen gucken, was da abgeht. Oh nein, Killer-Virus identifiziert. Eine unberuhigende neue Krankheit wurde in Zentralafrika gemeldet. Experten warnen vor einer tödlichen Pandemie. Reaktionsinitiativen sind jetzt verfügbar. Okay. Ah ja, Zentralafrika. Ja, eine Person ist infiziert. So, und jetzt haben wir was... Genau, jetzt haben wir auch diese anderen Sachen. Quarantäne. Oh, guck mal hier. Zwinge ein Ziel an, Grenzverbindung zu schließen und einen Monat in den Lockdown zu gehen. Ja, aber das ist natürlich problematisch, weil hier ist ja nur eine Person infiziert. Die Leute werden das bestimmt nicht machen. Die denken sich, Junge, der übertreibt. Ich will mal direkt eine öffentliche Warnung raushauen. Ja, und da startet es jetzt. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich probiere es mal aus. Guck mal, wir können jetzt hier richte Infektionsverfolgungsbehörden ein, um Kontakte kranker Menschen zu identifizieren. Verringert nach Einrichtung Infektionen bei kleinen Ausbrüchen. Oh ja, das würde ich ganz gerne mal machen. Und oh Gott. Oh nein. Marokko, Alter. Marokko hat schon 300.000. Ich chill hier noch in Zentralafrika. Während Oh nein. Okay, lass uns mal gucken, dass wir diese Infektion... Macht mal hier... Sorgt für gute Hygienestandards. Genau, das finanzieren wir, indem du sicherstellst, dass die Leute regelmäßig und wirksam die Hände waschen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Tipp, Virus-Krankheit. Killer-Virus ist ein neuartiges Virus. Die Menschen müssen davon überzeugt werden, dass es sich hierbei nicht um eine normale Grippewelle handelt, sondern um etwas deutlich Gefährlicheres. Kann ich hier jetzt nochmal jemanden hinschicken? Bringt das was? Ich meine, dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja, hier geht schon die Luzi. Auf der Welt sind fast schon 1 Million infiziert. Oh Gott, Afrika... ist schon wieder richtig kaputt. Und das wird sich ausbreiten. Da haben wir kaum eine Chance. Wir haben jetzt 15 Points. Ich würde auf jeden Fall schon mal mit der Impfstoffforschung beginnen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Trotzdem würde ich jetzt im Gegensatz zum letzten Mal hier auch ganz gerne... Weil das letzte Mal sind 10 Millionen Menschen draufgegangen. Und eigentlich habe ich nicht so Bock, dass das wieder passiert. Wenn mal hier Grenzüberwachung, dann Kontaktverfolgung. Ich bin mir aber nicht... Oh Gott, Marokko von Killer-Virus überwältigt. Hohe Infektionsraten überwältigen das Gesundheitssystem in Marokko. Ansteckender als Tuberkulose. Jetzt schon. Und wir haben gerade mal 2% Südamerika auch befallen. So, warte mal, wir müssen mal jetzt beschleunigte Forschung... Ja, Impfstoffherstellung. Was soll ich denn machen? Betone erneut, wie gefährlich das neuartige Virus ist. Ja, mache ich. Öffentlicher Alarmaufruf. Oh Gott, Amerika ist auch dran.
17 Millionen. Weltweit schon 1 Million Menschen gestorben. Feldforschung. Setze wissenschaftliche Forscher ein. Einsatzteam wird aufgewertet, um bei Anwesenheit an Impfstoff zu forschen. Besonders effektiv im Ursprungsland der Krankheit. Also es sieht ja so aus, als wäre Marokko das, oder nicht? Wir haben ja unser Einsatzteam auch da. Oh, guck mal, aber was ist das? Es werden Leute geheilt? Killer-Virus breitet sich auf viele Länder aus. Viele Länder melden großflächige Ausbrüche. Halte die Ausbreitung auf, damit deine Autorität nicht leidet. Ja, probier ich doch. Die Ausbrüche sind schon nicht mehr zu kontrollieren. Ich werde jetzt nochmal globales Forschungsabkommen machen. Dann würde ich ganz gerne klinische Behandlungen. Dass die Mortalität, also dass die Leute nicht so schnell draufgehen, das würde ich ganz gerne verringern. Patient 0 in Marokko identifiziert. Ja gut, aber das, dann waren wir ja, haben wir auf das richtige Pferd gesetzt. In Afrika breitet sich das halt übelst aus. Europa ist noch nicht betroffen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Intensivmanagement. Identifiziere rigoros neuartige und wirksame Behandlungsmethoden und teile sie mit medizinischen Fachkräften. Ja, wir versuchen jetzt mal die Mortalitätsrate zu verringern. Zeitgleich würde ich gerne bei der Impfstoffherstellung noch weiter vorangehen. Und einmal Autorität. Killer-Virus, Mortalitätsrate belastet Autorität. Ja, ich probiere sie doch zu verringern. Oh Gott, Alter, die geht halt wirklich runter. Und zwar drastisch. Warte mal, dann müssen wir nochmal Autorität 2... Na, wir müssen halt aufpassen, dass die Leute nicht weiter draufgehen. Behandlungseffizienz. Verbessere die Handlung infizierter Patienten durch eine Prä-Triage-Einschätzung. Screening an Flughäfen. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir das zumindest, dass wir Europa schützen. Hier Russland, es sieht auch noch gut aus. Auch hier der asiatische Raum. Also, Freddy am Arsch ist Amerika, Südamerika und Afrika. Engpass bei Impfstoffherstellung. Die Forschung nach einem Killer-Virus-Impfstoff wurde abgeschlossen. Ah, krass! Doch Versäumnisse bei der Vorbereitung der Massenproduktion führen dazu, dass die Impfstoffherstellung sehr lange dauern wird? Warum? Oh Gott, die Leute rebellieren schon. Was höre ich denn da? Da war gerade so ein Rebellier-Sound. Ja, dann beschleunigte Herstellung. Okay, alles gut. Dann lass noch mal hier auch noch mal Screening an Seehäfen. Oh nein, zu spät. Frankreich hat es jetzt auch erwischt. Oh Gott, jetzt grassiert es hier schon. Krass. Wir haben schon 53 Millionen Tote. Mehr Tote als durch die Pest. Okay, und Alter, unsere Autorität sinkt auch unfassbar schnell. Ich brauche jetzt nochmal Autorität 2. Erhöht Autorität deutlich. Weil sonst komme ich hier, glaube ich, nicht durch. Guck mal, Alter, das tickt übertriebenst runter. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde das nicht halten können. Die Produktion. Wir müssen die Produktion vielleicht erhöhen. Dafür brauche ich 28 Ressourcenpunkte. Die kriege ich nicht. Killer-Virus löst zukünftige Gesundheitskrise aus. Während der Pandemie werden reguläre Behandlungen ignoriert oder aufgeschoben. Ärzte warnen davor, dass dies langfristige Konsequenzen haben wird. Ja, ich weiß. Ist ja nicht so, als würde ich das mit Absicht ignorieren. Okay, wir sind jetzt bei 25. Die Frage ist, was erhöhe ich jetzt? Gebe ich jetzt Gas bei der... Ja, doch, bei der Herstellung. Da gehe ich jetzt rein. Zack. Wir gehen nicht in die Autorität. Wir hoffen, dass das noch rechtzeitig klappt. Produktion ist bei 70%. Unsere Autorität ist bei 27. Wir müssen jetzt hoffen, dass sich das ausgeht. Killer-Virus-Impfstoff fertiggestellt. Jawohl. Der Impfstoff hat das Sicherheitsverfahren durchlaufen und wurde zugelassen. Oh, krass. Guck mal. In Afrika. Alter. Da hat es richtig reingescheppert. So. Die Flugzeuge gehen los mit den Impfstoffen. Wir werden jetzt nochmal Autorität 3 nochmal erhöhen. Okay, ganz wichtig ist Südamerika jetzt gerade. Okay, es geht runter. Die Welt wird geheilt. Jawohl. Wir haben gewonnen. Kann das sein? Killer-Virus ausgelöscht. Let's go! Nachdem sie für uns... Ja, gut. Es sind 104 Millionen Menschen draufgegangen. Bei der Bakterie hatten wir 10 Millionen. Jetzt über 104. Nachdem sie... Ist die Krankheit jetzt ausgelöscht. Es wird viele Generationen brauchen, bis sich die Menschheit von ihr erholt haben wird. Ja, wir haben den Killer-Virus geheilt, aber... Zu welchem Preis? Oh, wir haben aber Dreierbewertung. 3 von 3 Sternen. Die kranke Killer-Virus hat nur 100 Millionen Menschen in 299 Tagen getötet. Ich habe die Welt gerettet. Ah ja, guck mal, da sieht man es jetzt auch. Genau, Marokko war am Start und dann ging Afrika richtig ab. Oh, Berater-Kontrollwachposten? Was ist als nächstes dran? Ah, ein Parasit, Alter. Ein komplexer parasitischer Organismus, der sich unbemerkt verbreitet. Mmh, lecker. Leute, kleine loggerfloggige Folge Black Ink. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert gerne den Like rein. Hier sind jetzt noch weitere Videos, Team Paluten-Kanal. Schaut gerne mal vorbei. Guckt gerne auch auf paluten.shop für Mini-Paluten. Und ansonsten habt alle noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.